Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Und dieser Larsen, der ist schon ein bisschen sinnlos, oder? Ich meine, der hat so gesagt, ja, ich würde ja irgendwie auch schwimmen, aber ich habe keine Badehose dabei oder so. Obwohl er dann in diesem Tempel auch drin war. In dem Grab von Qualopec. Und dann hat er uns mal einfach so angegriffen. Und ja, diese Schrotflinte hier, also die Lara hier auf dem Rücken hat. Ich kann jetzt übrigens auch die Waffen besser wechseln mit dem Mausrad, habe ich das jetzt eingestellt. Ja, also diese Schrotflinte hier, die hätten wir sowieso bekommen nach dem Kampf mit Larsen, weil wir ja seine genommen haben dann. Aber naja, wir können ja jetzt weitermachen. Und ich habe noch rausgefunden, Anniversary heißt ja sowas ähnliches, also bedeutet eigentlich Jahrestag oder Jubiläum. Wusste ich vorher nicht. Ja, und wir sind jetzt in San Francis Folly angekommen. Und der kriegt mal einen Headshot, der Tiger oder so. Oder Löwe, also weiblicher Löwe. Denke ich, ist das. Und die Schrotflinte ist sehr effektiv, vor allem weil die dann immer nach einem Schuss wütend werden, die Gegner. Sie sind wohl eher ein Hundemensch. Nadler hält ihre Abmachungen nicht ein, Pierre. An ihrer Stelle würde ich aussteigen. No, Mademoiselle. Nadler und ich, wir verstehen uns blind. Ich besorge ihr gewisse Dinge und sie belohnt mich fürstlich. Aber sie suchen, was auch sie suchen. Deshalb kann man ihnen nicht vertrauen. Ich vertraue meinem Instinkt. Und deshalb sind sie nur auf Platz 2. Ich bin ein Profi, Mademoiselle. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit und werde dafür bezahlt. Es gibt Wichtigeres im Leben als Geld. Es geht ja nicht um das Leben, sondern ums Geschäft. Ihre Zwangsneurose verhindert, dass Sie den Unterschied erkennen. Sie hat mich nicht daran gehindert, einen Teil des Hirn zu finden. Das meinen Sie doch mit Geschäft. Touché. Warum finden wir dann nicht heraus, wessen Neurose den nächsten Splitter findet? Hä? Warum ist er jetzt nicht mehr da? Toll. Und warum hat er uns nicht umgebracht? Okay, was soll das? Okay, damit geht das Tor auf. Und wieder zu, ne? War so klar. Ja, dann gehen wir mal erstmal hier hoch. Und heute ist der 15., denke ich, kommt es raus. Also das Video hier am 15. Morgen werde ich dann also meine Zahnspange bekommen. Und ja, die haben jetzt schon so Bänder reingemacht, damit dann meine Zahnspange nicht so wehtut, wenn die reinkommt. Aber das ist scheiße. Meine Zähne sind dadurch locker und es tut weh, wenn ich essen will. Deswegen ist es dumm. Aber naja, genug davon. Wir sind hier in irgendeinem Kolosseum oder so. Irgendeine Altbauwohnung. Nein, irgendeinem Altbau. Toll, hier hätten wir auch hochgekommen, glaube ich, aber egal. Daran kommen wir nicht, oder? Okay, dann springe ich hier weiter. Ja, mal wieder ein bisschen klettern hier. So, komme ich jetzt daran? Ich denke schon, oder dahin? Ich denke, wir sollen daran springen. Wow. Ja, mach. Ja, okay. Mach noch ein Salto zwischendurch. War ja gar nicht lebensgefährlich. Ah, und irgendwas war mit diesem Zeichen hier. Da müssen wir dann ein Rätsel machen oder so. Und irgend so ein Medusenkopf, der gerade... Also der Typ hat gerade einen Medusenkopf in der Hand. Muss ich mir irgendwie merken gerade. Jo, Mauerlauf. Wenn... Ja. Wenn Kuma reagieren würde, ne? Im Moment, konnten wir nicht auch da hinten rauf? Es war doch so, oder? Hier. Jo. Viel einfacher. Und so können wir auch abkürzen. Ja, ihr seht das zwar jetzt wieder, aber egal. Ich finde es auch voll dumm, dass hier keine Musik ist. Irgendwie dann so einsam und diesmal wird sie ein Salto machen? Nein. Und sie hält sich auch nicht fest. Geil. Er musste mich nicht umbringen, dieser Pierre. Ich habe mich selber umgebracht. Schön.
Oh Mann. Nein, ich. Ja, okay. Egal. Welche Waffe ich gerade ausgewählt habe. Ich möchte nur ans Ziel kommen. Warum hat sie sich jetzt nicht festgehalten? Check ich nicht. Geil. Schon 6 Minuten um. Fast. So. Halt dich doch fest! Hä? Warum habe ich das denn letztes Mal geschafft und jetzt nicht mehr? Ey. Jetzt reicht's. Ich versuch's dann gleich darüber zu springen. Weil ich keinen Bock mehr habe jetzt, ey. Wie oft ich hier faile. Nee, da ist nix. So, da kommen wir doch niemals ran. Oh, ich habe schon gedacht, die würde wieder loslassen. Die aber hat sie doch eine nicht. Schwäche für Himmelskörper. Anscheinend. Was? Hä? Oh ja. Was ist hier? Okay, linkes Auge und dieses Schwert da. Können wir die... Ach, anschießen, okay. Nee, damit nehme ich... Dafür nehme ich über die Pistole. Oh, die kann ich nicht so, oder was? Nee. Auf jeden Fall. Und der. So. Jetzt müssen wir hier rüber. Wow. Ich mach's immer riskant hier. So, die beiden Füße, Rücken und rechte Hand. Okay. Dann mache ich die mal wieder. Ich wollte eigentlich wegschießen wieder, diese, die leuchten, aber naja. Nee, aber. Ja, dankeschön. Und jetzt noch der hier. Nee, der. Okay, ich muss hier irgendwie wieder... Nicht zum... Ah, nee, ich glaube... Ah. Jo. Oh, Lara. So, den Fuß... Ja. Jetzt noch... Die Hand hier oben. Hä? Hab ich den wieder... Nicht? Nee, den habe ich gar nicht getroffen oder so. So, jetzt haben wir... Die Erde. Nein, die Kugel. Müssen wir jetzt mit unserem Magnethaken hier runterziehen? Oder auch nicht? Hä? Wie ging das nochmal? Wow. Hallo? Okay. Hier irgendwie? Ah, okay. So. Hätte die uns getroffen, so oh, tot. Jo, du fliegst jetzt mal hier runter, danke. Und da kriegt man irgendwie das Artefakt, da geht dann die Tür auf, aber ich weiß nicht, wie man die Dinge hier anschießen muss. Ich guck's nochmal. Ich muss nochmal gucken. So. Jo, bitte hochziehen. Hier steht irgendwie nichts. Vielleicht alle anderen, außer die, die wir betätigt haben, schon mal. Ja, das ist jetzt gerade eine Rätselfolge, die auch gleich vorbei ist. Also was haben wir nicht? Den hatten wir nicht. Hatten wir, denke ich, glaube ich.
den hatten wir. Nein, nein, ja. Und dann den und den. Okay, ich habe irgendwie keinen Plan. Naja. Dann halt nicht. Wie kommen wir jetzt wieder hier runter? Ohne uns irgendwie zu töten? Ich glaube, wir müssen hier rum. Und dann irgendwie... darauf. Ja. Nee, kann sie es nicht runterfallen lassen. Aber hier. Ja, ist doch nicht so schlimm. Okay. Und ja, das war's auch schon wieder mit der Folge. Also bis zum nächsten Mal. Bam.